ich gebe euch noch eine Minute. Ich bin im Fernsehen. Okay, jetzt meine Nervosität raus. Leute, ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ihr seht gut aus. Publikum sieht gut aus, ich sehe gut aus, alles sieht gut aus, wunderbar. Oh, Titties sitzen auch, wunderbar. Oh. Leute, mein Name ist Maimi, ich bin jetzt 31, habe eine Tochter, bin seit der Schwangerschaft alleinerziehend. Ja, praktisch seit ihr Vater auf der Welt ist, ne? Ich habe mal studiert. Ich habe mal Modemanagement studiert. Und dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt und den Job seiner Mutter übernommen. Und jetzt bin ich geschieden. Das ist meine Scheidungsfeier. Ach Leute, ja, meine Tochter ist 6, ist eine süße Kleine, sie ist echt süß, sie ist auch witzig, ein bisschen viel Attitüde, ja, ein bisschen, ja, und auch ein bisschen rassistisch, ja, sie spielt nicht mit weißen Kindern, ich weiß auch nicht, ich habe versucht, sie ein bisschen divers zu erziehen, ja, aber sie sieht weiße Kinder, die so, das sieht nach Erdnussallergie aus. Damit spiele ich nicht. Ja. Ich musste sie mal mit zu einer Show nehmen, weil ich keinen Babysitter hatte. Und da habe ich zu ihr gesagt, Schatz, setz dich ganz nach hinten hin. Hier hast du was zu trinken, was zu essen. Ne? Mami macht Show, 5 Minuten, ist das cool? Sie so, cool, cool. Und ich so, cool, cool. 2 Minuten in mein Set. Sie kommt langsam zur Bühne geschritten. Bleibt direkt davor stehen und fängt an, den sterbenden Schwan zu spielen. Sie ist trainiert in vietnamesischer Folklore. Ja, ich wollte, dass sie ihre Wurzeln kennt, ne? Und ich so, wow. Warum müssen Kinder mal so hässlich aussehen, wenn die heulen? Ich meine, ich bin Millennial-Elternteil, ja? Ich glaube an Ausdrucksfreiheit. Also habe ich sie gelassen. Aber ich dachte mir so, wow, Karma ist eine lustige Sache. Einmal ist es Mamas Show, nicht ihre. Und sie gönnt mir nicht. In dem Augenblick habe ich realisiert, oh, genau da habe ich meine eigene Mutter auf die Welt gebracht. Scheiß Kreislauf des Lebens. Die Alte hat noch nie an meine Comedy geglaubt. Ja? Und ich meine, offensichtlich war es eine unangenehme Situation für alle Beteiligten. Also habe ich zu dem Publikum gesagt, meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus für meinen Vaginalschredder. Sie hat noch mehr geheult. Ey, keine Sorge, den Witz hat sie nicht verstanden, den erzähle ich nochmal auf ihre Hochzeit. Sie ist jetzt in der Schule und als Elternteil ist einer meiner größten Befürchtungen, was machst du, wenn dein Kind in der Schule gemobbt wird? Ne? Was machst du gegen Mobbing? Und
In den 90ern war das eine ganz andere Geschichte. Da war es ganz einfach. Ich weiß noch, als ich in der Schule gemobbt wurde, erste Klasse in den 90ern, auf dem Nachhauseweg wurde ich von 3 kurdischen Jungs verfolgt. Ja? Die haben mir Steine hinterhergeworfen, ja? Mich Ching Chang Chong genannt, Schlitzaugen gemacht. Ich bin weinend nach Hause gerannt zu meiner Mutter und ich habe es ihr erzählt. Und sie wurde direkt wütend. Sie so, Herr, wer? Zeig mir. Ha? Tang Nao. Zeig mir Getang Aslok. Zeig mir. Ha? Und warum du? Du dumm oder was? Ha? Lass Leute ärgern. Ha? Das ist die asiatische Erziehung. Erste Herangehensweise, such den Fehler bei dir. Wir gehen nach draußen, ich zeige dir den Jungen. Sie geht zu dir, hey du, hier, komm her, Aslok, komm her. Und greift ihn dann an, dreht ihn einmal um und bam, bam, klatscht ihn so richtig. Und dann Shirin David, gib ihm. Ja. Und ich so, tschüss. Ich habe mich meiner Mutter noch nie verbundener gefühlt, oh mein Gott. Der Junge heult, er rennt nach Hause und holt seine Mutter raus, ja. Und seine Mutter, eine kurvige Kurdin, kommt raus, so, hey! Was du Schlange, mein Sohn! Meine Mama, so gehässig, wie sie war und immer noch ist, weil toxische Asiaten. sie so, deine Deine Gute. Muss du sagen, warum ich schlag dein Sohn? Guck mal, er ist scheiße, okay? Er ist lock. Er nicht gut. Okay? Und ich kenne deinen Mann. Er mein Kollege bei Arbeit. Wenn du nicht sein dein Aslok, Junge. Ich zeig dein Junge, okay? Ich seine Mama, yes. You like what you see? You like to max? Max du diese? Okay, max du auch diese? Musst du hier Abonnement? Ja? Yeah. Abonnement hier unten? Und hier oben ARD Mediathek? Ja? Yeah. Kannst du immer gucken? Ja? Alle Videos da oben. Und guckst du hier? Hier ein Video? Hehe. Und guckst du hier? Nochmal? Haha. Okay? Danke.